Junge, das ist ein scheiß Bus-Simulator. Da muss man doch im Intro da nicht so ausrasten, Alter. Herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator, Alter. Ja, letztes Mal haben wir... Ich sag mal so, wir waren die Ruhe selbst, ne? Jetzt habe ich keine Haare mehr, aber dafür gute Laune, ne? Wie immer. Bitte keine Katzen, Alter. So, ich habe mich heute gegen Corona-Patienten gewappnet, ne? Also falls da jetzt hier mal jemand vorbeikommt, dann gibt's da auf jeden Fall für den Kalle mal ein bisschen Mundschutz. Aber ansonsten würde ich sagen, laden wir den Bums mal. Da freue ich mich drüber, wirklich. Die Aller Ultras GmbH, was hat die nicht schon alles geleistet? Ein Bauunternehmen. Noch ein Bauunternehmen. Ich dachte, die redet wieder. Transportiere mindestens 180 Personen. Da sind wir leider noch nicht ganz durch. Da müssen wir noch eine Fahrt leisten. Und danach gibt es dann endlich das neue Gebiet, hoffentlich. Gut. Was ist denn hier eigentlich mit meiner Krawatte los? Die muss mal hier ordentlich... So, schön durch die Schlaufe durch, ne? So. Gut. Dann würde ich sagen, Abfahrt! Nimm natürlich wieder hier unseren neuen Bus, ne? Ist ja glasklar, ey. Ich finde gut, dass sie jetzt... Es gab ein Update bei Haus... Beim Bus-Simulator. Die haben einige Sachen geändert. Finde ich gut. Ich bin gespannt, ob es auch neue Kommunikationswege gibt. Rein da in die Büchse. Lass mich rein. So, und jetzt I für Ignition, ne? Haben wir letztes Mal gelernt. Steht da in den Kommentaren ja alle geschrieben. Wollte schon sagen. War ein schöner Tag. Einfach klasse. Oh, wir müssen schon direkt hier rein. Hier ist schon Astra Promenade. Ja, ist jetzt nicht so... Warte mal. Ja, das ist jetzt. Hi. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, gerne. Wechselgeld, 87, du. Heute. Danke. Ich habe 20 Cent zu viel rausgegeben. Ist ein guter Tag. Ich kontrolliere heute auch nicht. Ich kontrolliere doch heute auch nicht. Du, ich war die letzten Tage immer so ein Miesepeter hier. Heute gönne ich euch mal ein 20-Cent-Stück. Ja, ja. So, tschüss. Mir ist heute nicht nach Arbeiten. Ach, mir auch nicht, du. Alter, der hat schon wieder genießt. Ich brauche eine Fahrkarte. Nee, warte mal. So, was willst du? Also, du musst einen Mundschutz tragen. I mean like I say. I Dings hier. Der hat hier, guck mal, der in der ersten Reihe. Warte, den müssen wir gleich doch nochmal kontrollieren. Aber erstmal eine Tageskarte, Student. Oh, ich merke schon, wie mich das Corona heimsucht. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Das ist ein tolles Update hier. Achso, ich muss eigentlich wieder... Zeig mir die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Dann kontrollieren wir schnell den Rest auch nochmal, ne? Ja, bitte. Oh. Nein, ich hab sie verloren. Balsam für meine Seele. Wieso holen die immer eine Karte raus und sagen dann, ich hab sie verloren? Junge, habt ihr alle irgendwie keinen Kopf im Gehirn oder was? Hast du mir eigentlich deine Karte schon gezeigt? Oh. Ah! Ah! Geh mit deinem Bruder Winter der Leidenschaft, Kocke! Du Kackbratze, Alter. So. Ja, ich hab gute Laune. Also schon zwei Leute hier abgefrühstückt. So, ich dachte, heute kontrollieren wir nicht. Aber es lohnt sich ja. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Ein Marienkäfer auf meinem Knie? Ein Marienkäfer, Alter! Danke. So, Tür zu, ne? Alles festhalten. Ich weiß nicht, Oma, der hat ihn genießt. Musst du wissen. Ist dein Leben... Ich sag's nur. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Oma! Ha,
haben wir noch Curry King! Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Alter, was ein Gilfanter, oder? Man kann irgendwie, ja. Das hat auch jemand, ich glaube, in allen Videos geschrieben. Kalle? Kalle, du kannst reinzoomen. Ich suche jetzt gerade die Abteilbeleuchtung, du. Aha. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Ja, ja, ja. Die machen Busfahrer immer. So, warte, hier will transportieren. Hier. Hi. Warum machen Busfahrer das immer so? Ich gehe nicht mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ah, das hat jetzt keiner gehört. Der hat gesagt, Busfahren macht Spaß. Ja, geil. Ja, geil. So. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Alter, wie war's, Bodenschwelle? Ich muss da immer rüber. Wo ist Simulator TV? Ich weiß, wo ihr wohnt. Ich hab schon mal mit euch geredet. Auf der Gamescom. Moment. Wo ist mein Hut hin? Ist mir scheißegal. Ich hab schon mal mit euch geredet. Und ich mach das wieder. Wenn ihr diese Bodenschwellenkacke nicht rausnehmt, dann sprechen wir uns. Dann sprechen wir uns. Oh, ich hab übelst gespuckt und bin über. Oh mein Gott, ich hab Geld verloren. Mayday, Mayday, Mayday. Weiß nicht, ob ich genug Leute transportiert habe. Das macht mich gerade ein bisschen fickig. Wir sind spät dran. Beeilung. Ja, ja, ja. Ist ja okay. Entschuldigung. So. Ende. Sehr gut. Wir haben zwar nur 2 Sterne bekommen. Hier sieht man das. Das ist echt bequem. Oh. So. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Yeah. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Ja. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen... Bla, 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 das kennen wir schon! So, ich muss jetzt hier immer noch 7 Leute machen. Jetzt aber ganz schnell. 7 Leute müssen wir noch kutschieren. Wieder nicht gereicht, ne? Alter! Nächster Halt, Zellermann. Ey! Weg! Spinner, Alter! Ich glaube, es geht los. Ein paar Sekunden später. Ah, shit! Oh, Gott sei Dank ist da nicht so viel passiert, ey. Schneller! Mann, da! So, einmal die Fahrausweise, bitte. Einmal die Fahrausweise, bitte. Augenblick da, hier, bitte. Ja. Augenblick. Da. Danke. Hier, bitte. Ja. Hier ist die Fahrkarte. Gut. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ah! Pfui! Jetzt habe ich hier alles nass. Scheiße. Mal eben sauber machen, ne? Und weiter geht's. Hier ist die Fahrkarte. Jo. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Alter. Ich hasse die Werbepausen in Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Oh Mann! Nächster Halt, Media Center Astra. Endstation. Doch schneller, ich habe einen Termin. So, wir haben es geschafft. Dann haben wir noch ein bisschen Cash gemacht. So. Haben wir das jetzt? Ja! Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Alter! Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit! Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten.
Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren. Um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Agricultural Area, ländliche Gegend. Verbessere die Ertragsfähigkeit des Gewerbegebietes, indem du es mit Dörfern, Schubergrounds, in Schubergrounds und im Lido verbindest. Dann würde ich sagen, fahren wir hier quasi nach Siegwalden, dann hierhin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin und wieder zurück. Oh shit. Ja, aber dann machen wir es so. Oder? Ja, okay, pass auf. Wir machen das so. Wir starten hier. Dann geht's nach da. Ja? Dann geht's nach da, dann geht's nach da. Da. Ja. Ja. So. So, 10 Haltestellen. So machen wir das jetzt. Im Rundfahrtmodus. Ist das jetzt immer noch nicht fertig? Warte mal, bin ich zu blöde oder bin ich zu blöde? So. So. Und dann machen wir jetzt hier Speichern. So, und dann fahren wir das. Okay. Oh, mein Moment. Hi. Hallo, Katrin oder wie der heißt, wie hieß sie noch? Die hat sogar Ja. So ein Tag. So wunderschön wie heute, so ein Tag, der sollte nie vergehen. Ja, so ein Tag ist superklasse, so ein Tag. Sag mal, pennst du da hinten oder was? Ach, meine Gesangseinlagen sind aber auch beruhigend, Dude. Oh, das kann man aber wissen. Ganz ruhig. So, und weiter geht's. Aber jetzt sehen wir mal ein bisschen was anderes von der Welt. Nicht immer nur den Astra-Kackpark da. So, haben wir die Fahrkarte bitte? Hier, bitte. Ja. Augenblick. Da. Hier, bitte. Danke. Hier, bitte. Danke. Wo hab ich denn? Hier, bitte. Na klar. Na klar. Keine Katzen, keine Probleme. Ich bleib hier immer in meiner Kackbrille hängen. Und weiter. Oh, 70 darf ich hier. Jetzt kann man mal Dampf geben hier. Boah, Alter. So. Siegwalden. Hi. Nächster Halt. Siegwalden. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja. Ich will dich einfach nur loswerden, bin ich ehrlich. Oh, das sieht aus wie ein Blitzer. Nächster Halt. Siegwalden. Guck mal. Das ist ein Blitzer. Blitzer erkenne ich, wenn ich einen sehe. Update vom Bus-Simulator, Mann. 1,3 Gigabyte. Das hat sich gelohnt. Lachstraße. Oh shit, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir wieder nachdenken. Ich glaube, ich kann dich gar nicht mitnehmen. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wie machen wir das denn? Wo ist denn hier die Rampe? Warte mal. Ganz ehrlich. Ich hab den Bus neu, ne? Ich weiß nicht, wie ich diese Rampe rauskriege. Wenn ich hier auf den Fahrplan gucke. Macht das überhaupt keinen Sinn? Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich dich mitnehmen soll. Kann ich hier irgendwie... Das sieht auch nicht so aus, als wäre ich... Oh, warte mal, das ist so ein Handding, ne? Was? Wir kriegen Funkspruch rein? Wir müssen schnell weiterfahren? Ja gut, dann... Oakville. Das ist meine City. Aber jetzt kommen wir an meinen Lieblingsort. Boah, gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Echt? Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Ja, witzig. Da haben zwei vorne das Gleiche gesagt. Das Gleiche! Also, wir sind da ja gleich. Wir sind ja jetzt gleich beim sagenumwogenen alten Sägewerk. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt gerade. Man sieht das vielleicht auch. Hier ist jetzt das alte Sägewerk. Nächster Halt,
Leute, ich will mir das mal eben angucken. Ich bin gleich wieder da. Nehmt euch einen Kaffee vorne weg, ist kein Problem. Ich gucke mir jetzt das alte Sägewerk an. So, wo ist jetzt dieses Kack-Sägewerk? Ist das das hier oben, oder was? Wir gucken uns das eben an. Alter! Hamdullah! Das ist es, oder was? The Old Sawmill? Jo, hier kann man ja richtig zappeln gehen, bestimmt. Also, jetzt verstehe ich das auch. Jetzt habe ich langsam ein bisschen Verständnis dafür. Guck mal, hier kann man so reingehen. Da wurde Graffiti, Alter. Schick, schick. Und gehört das auch noch dazu, hier, oder was? Auch das noch. Also, da muss ich sagen, da wurde ich jetzt mal nicht enttäuscht. Das verstehe ich. Da fahren wir mal weiter. So, bin ein bisschen spät, aber ich musste mir mal das alte... Ich musste mir mal das alte Sägewerk angucken. Jetzt machen Sie doch mal langsamer. Alter, ich hab das doch geübt hier. Ich hab Busfahrerei studiert. Was willst du von mir? Eine Fahrkarte, bitte. Jo, Woche, Standard. Scheiße. Nein! 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 Doch. Man darf nicht aussteigen. Oh, nein! Das Spiel geht kaputt, wenn man aussteigt während der Fahrkartenscheiße. Das ist alles deine Schuld wegen deinen roten Haaren. Und weil du mit 40 Euro und 12 Euro Rückgeld. Mann. Was soll das denn? So, Feierabend.